Hallo und willkommen zurück bei Reise nach Nordland, die große Hungersnot. Letztes Mal haben wir hier die Katakomben entdeckt, nachdem wir diesen riesen Umweg hier gemacht haben. Obwohl es eh gleich hier ums Eck ist. Ja, aber egal. Und nun werden wir ein paar Abbauer da hinaufschicken. Unser toller Abbauer, der hier auch nichts zu tun hat, wird auch nach oben kommen, um hier den kürzeren Weg freizulegen. Weil derzeit, glaube ich, kommen wir noch nicht rüber. Oder? Schau mal. Vielleicht kommen wir ja rüber. Nee, wir kommen nicht rüber. Und genau deshalb werden wir hier jetzt die schönen Steinchen abbauen. Weil sonst, ja, kann den Bruchstein nicht finden. Ja, aber der ist verheiratet, den schicken wir da nicht hinauf. Also dann stirbt er vielleicht. Und dann kriege ich eins über den Deckel von der Frau. Und von seiner Ehefrau. Das wollen wir nicht. Oder ich nicht. Ihr wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Warum? Ah ja, das sind meine Überbleibsel, die Armen. Eigentlich sollte man denen jetzt irgendeinen Orden oder sowas geben, aber das geht hier leider nicht. Ich sehe gerade, in meinem Aquarium schwingt ein Fisch verkehrt herum, also falsch herum, mit dem Bauch nach oben. Nein, Leute, er ist nicht tot, er schwimmt wirklich. Er schaut mich blöd an. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Witzig, witzig. Na, der will auch mal was Neues ausprobieren. Manchmal schauen wir meine Fische wirklich zu, beim Fernsehen zum Beispiel. Da kommen die, versammeln sich die Fische alle in einer Ecke. Also die Ecke, die dem Fernseher am nächsten ist. Und schauen mir zu beim Fernsehen. Was ich wirklich krass finde. Oh, ich drehe mich gerade um und da sehe ich Karl, also mein Goldfisch. Keine Sorge, er hat ein riesiges Aquarium. Karl schaut mir beim Let's Playen zu. Ja, vielleicht mache ich mal ein Let's Show Karl oder sowas. Wo Karl irgendwie auch vorkommt. Der schaut liebend gerne fern, dieser Karl. Aber das verstehe ich auch, weil wenn ich die ganze Zeit in so einem Aquarium drin sitzen würde, wäre mir doch sau langweilig. Und dann kommt da jemand daher und schaut fern und dann schaue ich halt auch zu. Zivilisten. Warum ist er ein Zivilist? Ah, tun wir den in die Kaserne. Dann hat er was zu tun. So, haben wir irgendwas zum Ausbauen, damit da die Bauarbeiter irgendwas zu tun haben? Nee. Gut, das wird heute ein bisschen langweilig. Wir haben nichts zu tun. Er könnte eine Brauerei bauen, damit sich die Leute hier besaufen können. Yeah, besaufen! Dann machen wir das da oben hin. Kein Virus ausüben, ja, es wird. Okay, du wirst dich ja jetzt einfach mal ärgern, weil du wirst einen zweiten Berufsweg einschlagen müssen. Braumeister. Ist wohl besser als Soldat. Ah, dann brauchen wir da oben auch noch einen Bienenstock und Wasser. Oder Wasser? Genau. Bienenstock und Wasser. Und dann kann das große Saufen losgehen. Wir besiegen jetzt einfach mal die Hungersnot mit Met. Ja! Yeah. Okay. Die kann man alle nicht freundlich stimmen. Die haben hier eigentlich. Voilà. Das sieht doch ganz nett aus. Das ist. Eigentlich ist es eh ein kleines Volk, ja. Zum Beispiel im Vergleich zu dem hier, das hier sehr dicht bevölkert ist. Aber trotzdem. Gegen die möchte ich auch nicht kämpfen wollen. Ich habe schon mal versucht, in dieser Kampagne auch alle zu vernichten. Man kann ja eigentlich auch frei spielen, sage ich jetzt mal, ohne die Ziele zu beherzigen. Einfach aus Neugier habe ich mal versucht, die irgendwie diese Burg da, Festung einzunehmen. Ich habe auch geschafft, dass ich diese beiden Außenposten vernichte. Aber in die Stadt selber kommt man nur sehr schwer hinein. Weil die haben hier Wachtürme und Katapulte und sowas.
Und bis man bei denen ist, habt ihr gesehen, muss man blöd durch die Wüste latschen. Und dann haben die Leute Hunger, dann müssen sie pieseln und dann wollen sie nach Hause. Das ist alles nicht so einfach. Also, wenn man große Schlachten plant und gute, also schöne Vorteile haben möchte gegenüber den anderen, dann sollte man dieses Spiel auf ganz einfach oder sehr einfach stellen. Aber warte mal, die können wir jetzt eigentlich auch schon wieder canceln. Also viel Wasser braucht man ja nicht. Haha, der hat schon 107 Wasser reingekarrt. Gut, du wirst jetzt einfach mal... Keine Ahnung, haben wir noch irgendwelche Suchtmittel, die wir produzieren können? Münzpräge könnten wir irgendwie auch noch hinstellen. Einfach nur als Zeitvertreib. Gut. Können die jetzt schon darüber oder nicht? Ja, die rennen jetzt... Wo rennen die denn hin? Nee, eben nicht. Wir wollen ja nicht den ganzen Ding umrunden. Wir wollen da hinüber. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir vorstelle. So, der wird jetzt da mal... da hinaufgehen. Nee. Dies wird nix. Forest senden wir mal wieder weg. Nicht, dass er da die ganzen Bären wegmampft. Die Brauerei ist fertig. Yippie, yippie, yay. So, was ist denn das jetzt? Der findet kein Gold mehr. Nein. Wir sollten jetzt hier das Bruchstein abbauen, bis du wieder auf Gold stößt. Apropos Gold, irgendwie in Minecraft habe ich noch nicht so ganz kapiert, wozu man dieses Gold überhaupt benötigt. Also ich finde Gold wirklich überflüssig in Minecraft. Spielt ihr Minecraft? Na egal. Ich benutze immer nur Eisen oder halt dann Diamanten, aber Gold? Ja, zu Braun und so weiter kann man das dann benutzen, aber Na egal. So. Nein, da kommen sie dann wieder nicht hin. So. Aber wahrscheinlich muss ich da noch dieses Eisen da wegmachen. Machen wir mal das Eisen da weg. Juhu, der Bienenstock ist fertig. Es gibt schon einen Met. Yeah! Der Braumeister kann sich besaufen. Ich finde jetzt keinen Weg. Dann bau Eisen ab. Ich meinte das Eisen hier. Weiwei. Oh weia. Das kann jetzt noch dauern, Leute. Jetzt soll ich einfach mal drum herum laufen und hoffen, dass sie mich nicht umbringen. Letztes Mal hat es ja nicht so gut geklappt, wie man hier sieht. Das kann ja nicht sein, dass die da darüber nicht kommen. So, wo ist denn der Forest jetzt hin? Kann der da schon ein? Egal, versuchen wir die Leute mal mit Met. Die Münzpräge hier sieht auch schon mal gut aus. Nicht irgendwie so ein Lagerhaus herbauen? Nee, okay. Können wir nicht. Gut. Ist der verheiratet? Nee. Dann wirst du jetzt einmal hierher kommen und Gestein abbauen.
Okay, ich glaube, den Forest werde ich jetzt auch einfach mal zum Lehm abbauen hier verdonnern. Einfach nur, damit er nicht blöd herumsteht. Oh, oder vielleicht kann man als Fischer da irgendwie ein paar Fische fangen. Schauen wir mal. Findet er ein paar Fische? Ich meine, nee, okay. Die sind ihm zu weit weg. Da sind Fische, schau mal. Ah, schade. Versuchen wir es da rechts auch nochmal. Ja, ich weiß nicht. Da. Bruchstein. Ja, dann nimm Bruchstein. Haut's mir diesen Berg da bitte mal weg. Leider gibt's hier kein TNT zum Sprengen des Berges. Wohin trägt der das jetzt? Ahaha, das ist der Langschmied. Ah, cool. Der rennt da durch die Der da? Da ist doch was zu messen. Ne, wohin rennst denn du? Seltsam. Robert Jeans, können wir eigentlich einen Bauarbeiter umfunktionieren zu einem Münzspräger durch. Oder auch nicht? Ich find's nicht. Ah, da. Unter M. Ja. Gut. Langsam aber doch müssen sie es doch zusammenbekommen, darüber zu kommen, oder nicht? Okay, ich schaue jetzt einfach mal, wo die hinlaufen würden. Ich fürchte, die laufen nämlich da irgendwie so Arbeitsstätte zuweisen. Wo sind denn jetzt meine Krieger? Ja, fürchte ich doch. Wie befürchtet, wollen sie da hinüberlaufen? So nicht, meine Lieben. Ich meine, nee, das geht so nicht. Ich komme da nicht rüber. Okay, nein, das sind wieder Schlangenmonster. Okay, jetzt wollte ich sie da lang schicken, geht das auch nicht. So. Schlachten wir einfach mal ein paar von diesen Schlangenmonstern. Mit 12 werden wir wohl eher geschlachtet. Lassen wir das mal. Blöde Idee. Dieser Händler. Jetzt einfach mal auch abbauen. Ich tue jetzt mal alle Energie in das Abbauen dieses Berges stecken. Komm raus aus deinem Haus. Okay, da wird mal Kundschafter. Vielleicht kann er da jetzt schon schön kundschaften. Wunderhübsch. Kommt man da jetzt schon rüber? Nein, kommt man nicht. Oh, bleib da, bleib da. Ja, dann grabt halt dort nach drüben. Geht das auch nicht? Ja, warum denn nicht? Da soll es ja rübergehen. Findet keinen Weg. Okay, ich glaube, da müssen wir wirklich einmal drum herumlaufen. Gut. So, wir werden jetzt mal einfach drum herumlaufen. Oder wisst ihr was? Wir werden uns diesen bösen Leuten da stellen. Aber nicht alleine. Ich glaube, das packe ich nicht. Die Zehner kommen alle mit. So, stellt euch mal daher. Ah,
großer Haufen. Das wird knapp. Das wird... Ob das funktioniert? Ja, das ist mir ziemlich wurscht jetzt. Ich habe gerade andere Probleme. Wenn ich drüben bin, haben sie den Weg freigeschaufelt. So, ich schummel die... Oder ich versuche mal, die da durchzuschummeln. Vielleicht geht das ja. Mann. Die haben ihren eigenen, die haben ihre eigenen Leute da irgendwie abgeschossen. Ach, es geht sogar. Bah nein, was machen die denn für einen Schmarrn? Komm schon, zurück, ihr Leute. Ah, seid ihr blöd. Gewölbe. Juhu, wir sind drinnen. Oder noch nicht? Oh, weia. Okay. Unsere Tapferkeit, unsere Stärke und all unsere Mut können uns bei den Bekämpfungen der Schlangenplage nicht viel weiterhelfen, denn die Plage hat ihre Ursache in dunkler magischer Kunst. Im Göttlichen sozusagen, erklärte Jukol. In diesem Gewölbe lebt seit Urzeiten ein Geist, der das Unmögliche möglich macht. Er allein ist mächtig genug und verfügt über die notwendige Zauberkraft. Doch bedenkt, es ist wohl schwierig, zu ihm zu gelangen. Viele Tore versperren den Weg. Ja, dass das hier kein Pony reiten wird, ist doch klar. So. Das ist immer eine tolle Taktik. Am besten wir öffnen hier gar nicht das Tor. Sondern wir besiegen mal ein paar, ohne das Tor zu öffnen. Müssen wir nicht so viel umbringen, wenn das Tor dann geöffnet ist. Das ist so die sichere Weise, hier voranzukommen. Okay, das geht mir zu langsam. So. Schlachtet. Gut. Öffnet hier mal ein paar Truhen. Hoffentlich sind da Schuhe drin. Okay. Wie viele Krieger haben wir hier? Okay, die rüsten wir mal. Lassen wir mal alles ausrüsten. Und Schuhe natürlich. Und tolle, was Lederrüstung ist das genau? Da hinten ist noch Lederrüstung, die lustigen. Jetzt besiegen wir die auch noch da drüben. So, haben wir jetzt alle Lederrüstung? Nein, der nicht, der holt sich sehr gut. Braver kleiner Krieger. Ah, das finde ich auch sehr cool. So, das werden wir jetzt einfach mal wieder so machen. Haha, die sind alle tot, bevor ich das öffne. Okay, wir merken uns, dass hier ein paar Tränke sind, die brauchen wir nämlich derzeit nicht. Nein, nicht öffnen, du Dumpfbacke! Boah, sind die blöd! Ich hab doch gesagt, nicht öffnen! Da erklärt man denen den Plan und es kommt raus. Ja, Scheiße kommt raus. Okay, ich fürchte, dass wenn ich da jetzt reingehe, dass da irgendwas Böses passiert. Toll, ich habe ganz viele Kisten gefunden. Aber von dem Typen. Ja, von dem Ding
Allerdings ist hier nichts in Sicht. So, das sind Plattenrüstungen. Das heißt, wir können die mal mit Plattenrüstungen ausrüsten. Die sind nämlich besser als die... So. Die haben doch Schuhe. Warum laufen die so langsam? Na egal. Okay, wir sind hier in diesen Katakomben. Endlich. Ja. Wir werden das noch schaffen, diesen Geist zu finden. Aber bis dahin. Tschüssi.